7. Juni hat Dresden die Wahl. Ein neuer Oberbürgermeister wird gewählt. Wir stellen Ihnen hier die Kandidaten vor. Und heute kann ich Markus Ulbich ganz herzlich im Studio begrüßen. Schönen guten Tag. Guten Tag, Frau Wöllner. Ja, Herr Ulbich, Sie sind sächsischer Innenminister, haben aber auch schon Erfahrungen als Oberbürgermeister gesammelt, und zwar in Pirna. Wie schwer oder wie leicht ist Ihnen die Entscheidung gefallen, als die Frage der Kandidatur an Sie herangetragen wurde? Außer dass der Zeitpunkt einigermaßen überraschend kam, kann ich sagen, mir ist die Entscheidung dann doch sehr leicht gefallen. Dresden ist eine der schönsten und attraktivsten Städte Deutschlands. Es ist eine Kulturmetropole von europäischem Rang, Wissenschaftshauptstadt Deutschlands, ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Und aus diesem Grunde möchte ich die Erfahrung, die Sie angesprochen haben, einerseits als Oberbürgermeister von Pirna, aber andererseits auch als Kommunalminister einbringen und dazu beitragen, dass diese Stadt sich weiter gut entwickelt. Ja, zwei biografische Stationen haben wir jetzt schon angesprochen. Wir schauen nochmal auf den Lebenslauf von Markus Ulbich. Der 51-jährige CDU-Politiker Markus Ulbich startete seine berufliche Laufbahn als Funkmechaniker. 1990 trat Markus Ulbich in die CDU ein. Beruflich folgte der Wechsel ins Pirnaer Rathaus. Zuerst als Büroleiter des Bürgermeisters, danach als Leiter des Bauverwaltungsamtes. Und Ulbich drückte nochmal die Schulbank. Zuerst an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Dresden, später beim Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Zittau-Görlitz. 2001 wählten ihn die Pirnaer zum Oberbürgermeister. 2009 wurde Markus Ulbich ins Kabinett von Stanislaw Tillich als Innenminister berufen. Das Amt, das er bis heute begleitet. Markus Ulbich ist verheiratet und hat 4 Kinder. Ja, so viel Biografisches zu Markus Ulbich. Zurück zum Wahlkampf. Dresden wählt ein neues Stadtoberhaupt für 7 Jahre. Was glauben Sie, was sind die größten Herausforderungen, die auf Dresden in dieser Zeit zukommen? Dresden ist eine wachsende Stadt. Die Menschen ziehen gerne hierher. Und bis 2030 werden fast 50.000 Menschen mehr in Dresden wohnen. Das sind 20.000 Haushalte. Und da ist es natürlich wichtig, dass diese auch bezahlbaren Wohnraum finden. Das Zweite, was aus meiner Sicht wichtig ist, Dresden auch weiter attraktiv als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu entwickeln. Denn das, was ausgegeben werden soll, das muss auch erarbeitet werden. Und dazu brauchen wir starke Unternehmen, dazu brauchen wir eine gute Wissenschaft, da haben wir eine tolle Basis, aber ich denke, so ein bisschen Gründerzeit in diesem Bereich tut Dresden gut. Wir müssen aber auch an die Familien denken, das bedeutet, die Schulsanierung muss weiter vorangebracht werden, Kindertagesstätten werden auch in der nächsten Zeit noch in großem Maße gebraucht, denn Dresden ist ja Geburtenhauptstadt Deutschlands, und ich denke auch im Bereich des Sportes soll den Schwerpunkt gelegt werden, denn Dresden hat über 90.000 organisierte Sportler, und ich möchte gerne in der Zeit als Oberbürgermeister den 100.000. begrüßen. Okay. Ja, Sie haben als erstes das Wohnprogramm angesprochen. Mit der Ankündigung einer neuen Wohnungsbaugesellschaft sind Sie ja auch in den Wahlkampf gestartet. 5.000 neue kommunale Wohnungen für Dresden, dass sie gebraucht werden, ist keine Frage. Das kann jeder bestätigen, der schon mal nach einer Wohnung gesucht hat in letzter Zeit. Aber wie soll das finanziert werden? Das Grundmodell besteht darin, dass die Grundstücke der Stadt und auch die der städtischen Gesellschaften, die für den Wohnungsbau geeignet sind, in diese neu zu gründende Gesellschaft eingebracht werden und dass dann die Finanzierung entsprechend über die Förderprogramme, die es gibt, und die Kreditprogramme am Markt erfolgt. Und die Refinanzierung, das ist mir ganz wichtig, die wird dann durch die Mieten stattfinden. Also es geht nicht darum, Zuschüsse aus dem Haushalt zu nehmen. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist, in einem ganz besonderen Segment Wohnungsangebote zu schaffen, gemeinsam mit den Genossenschaften, gemeinsam auch mit den Privaten. Ich stelle mir da ein Bündnis für bezahlbares Wohnen in Dresden vor,
Und die Signale, die ich bekomme, sind durchaus positiv. Okay, also habe ich das richtig verstanden? Die Stadt würde jetzt kein eigenes Geld in die Hand nehmen, jetzt mal abgesehen von den Grundstücken, um die Wohnungen zu bauen? Das ist richtig. Es könnte ein sogenanntes Gesellschafterdarlehen mit einfließen, wo vorhandene Gelder, die kurzfristig zur Verfügung stehen, mit eingebracht werden. Aber ansonsten würde es eine Finanzierung zum Beispiel über die SAB oder an anderer Stelle sein. Reicht das denn aus, um Wohnungen zu bauen? Das reicht aus. Das Modell ist durchgerechnet und an dieser Stelle kann man das durchaus so machen. Okay. Mit der Ankündigung von neuen kommunalen Wohnungen stehen Sie ja auch nicht allein da. Auch die linke Stadtratsmehrheit hat sowas schon angekündigt, während es die CDU lange nicht auf dem Schirm hatte. Wie kommt da dieser Sinneswandel, sage ich mal? Man muss die Veränderungen der letzten Jahre einfach vor Augen haben. Es gab eine Zeit, da hat es in Dresden sehr großen Leerstand gegeben. Da war die Situation eine völlig andere. Aber die Attraktivität Dresdens, die wir schon angesprochen haben, hat halt dazu geführt, dass die Menschen gerne nach Dresden ziehen, dass die vorhandenen Wohnungen allmählich auch knapp werden. Und aus diesem Grunde halte ich es für notwendig und auch für sinnvoll, zusätzlich zum privaten Engagement, zusätzlich zum genossenschaftlichen Engagement, auch mit einem Segment kommunaler Wohnung dafür zu sorgen, dass Wohnen in Zukunft in Dresden bezahlbar wird. Zum Beispiel gerade in den Stadtteilen, die noch weiter entwickelt werden sollen. Friedrichstadt zum Beispiel, kann man in diesem Segment wirklich etwas dafür tun. Okay. Sie haben vorhin Wirtschaft und Wissenschaft angesprochen. Glauben Sie, dass in Dresden mehr Unternehmen angesiedelt werden müssten oder dass die bestehenden mehr gefördert werden müssten? Was ist da Ihr Plan? Sowohl als auch. Einerseits muss natürlich dafür Sorge getragen werden, dass die Möglichkeit besteht, dass auch Unternehmen weiter nach Dresden kommen, dass dafür die Flächen zur Verfügung stehen, die planerischen Voraussetzungen gegeben sind. Andererseits sollen sich vorhandene Unternehmen natürlich weiterentwickeln können. Und was mir wichtig ist, dass wir das Wissenschaftspotenzial, was wir haben, das wissenschaftliche Know-how, noch besser dafür nutzen, dass am Ende durch Ausgründung, Start-ups auch marktreife Produkte geschaffen werden. Also, dass wir das Potenzial hier bei uns in Dresden halten. Zum Beispiel die Biotechnologie, eine der 6 Schlüsseltechnologien, die wir hier in Dresden haben, die bietet aus meiner Sicht noch Potenzial. Hier gilt es jetzt aber dafür zu sorgen, dass auch die Räumlichkeiten für solche Start-ups zur Verfügung stehen, damit diese über eine gewisse Zeit ihre Produkte zur Marktreife bringen können und dann als neue Unternehmen am Markt teilnehmen. Ja, Sie haben gerade gesagt, Ihnen ist es wichtig, dass diese Firmen auch Raum finden. Ist damit gemeint, dass die Stadt da auch unterstützend eingreift oder wie ist das gedacht? Ja, einerseits, dass es die entsprechenden Flächen gibt, andererseits eben auch, dass Technologiezentren vorhanden sind, die auf die Bedürfnisse solcher jungen, wachsenden Unternehmen ausgerichtet sind, dass man sozusagen am Anfang eher etwas behütet, der Idee nachgehen kann, aber später sich am Markt entsprechend platziert. Glauben Sie, da hat Dresden noch Nachholbedarf an solchen Zentren? Das denke ich durchaus. Einerseits, wenn ich da im Bereich der Biotechnologie nochmal ansetze, hat mir zum Beispiel Herr Zürgiebel gesagt, dass es derzeit Tendenzen gibt, dass auch Unternehmen von Dresden zum Beispiel nach Leipzig gehen. Und das wollen wir ja aus Dresdner Perspektive überhaupt nicht. Und auch oben im Bereich des Universitätscampus gibt es da durchaus Bedarf. Das wäre natürlich schlecht, wenn wir die Firmen an Leipzig verlieren, da ja auch immer dieser Städtewettkampf ist mit Leipzig. Genau. Ja, aber eine Sache, wo Dresden eigentlich schon ganz gut dasteht, das ist ja auch die Kinderbetreuung. Sie haben es vorhin angesprochen. Was kann da in Dresden noch passieren oder welches gute Fundament ist da auch schon gelegt worden in den letzten 7 Jahren? Wir gehören zu den Großstädten, die in der Lage sind, derzeit für alle Kinder auch einen Kindertagesstättenplatz zur Verfügung zu stellen.
Aber das muss natürlich auch in Zukunft gelten. Denn das Schöne ist ja, dass in Zukunft noch mehr Kinder geboren werden, dass damit die Kapazität erweitert werden muss. Und deshalb gilt es auch, dafür zu sorgen, dass ab 2017 und danach die notwendige Anzahl an Kindertagesstättenplätzen zur Verfügung steht. Da geht es um ca. 1.300 neue und auch 1.300, die im Bestand ein Stück saniert werden müssen. Also insgesamt 2.600 Plätze und dafür muss Sorge getragen werden. Okay. Ein weiteres Thema, was viele Dresdner bewegt und auch Sie als Innenminister, ist das Thema Asyl und Flüchtlinge. Wie bewerten Sie die Bemühungen, die bisher schon in Dresden dazu gelaufen sind? Ich denke, hier sind viele Dinge notwendig. Einerseits ist das Thema Kommunikation der Schlüssel für alles. Frühzeitig darüber zu informieren, frühzeitig ins Gespräch zu kommen, frühzeitig auch die Menschen ein Stück mitzunehmen, das ist notwendig. Deshalb freue ich mich, dass es jetzt eine ganze Menge an Bürgerinitiativen gibt, die an unterschiedlichen Stellen bereit sind, auf die Asylbewerber, auf die Flüchtlinge zuzugehen, selber auch mit dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Auf der anderen Seite müssen wir auch daran denken, dass es nicht nur eine Betreuung für die Flüchtlinge selber gibt, sondern in den Gesprächen ist mir immer wieder deutlich geworden, dass natürlich gerade in den Stadtteilen, wo eine größere Anzahl von Flüchtlingen untergebracht sind, auch der Bedarf bei den Menschen im Stadtteil besteht, dass sie einen Ansprechpartner haben. Aus diesem Grunde haben wir ja ein Förderprogramm aufgelegt, wo sowas wie Stadtteilmanager installiert werden können, die also auch Fragen, Hinweise, Probleme der Menschen aus dem Stadtteil beantworten können, die sich dieser Themen annehmen. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, der auch in Zukunft noch gegangen werden muss, denn wir brauchen bei dieser Thematik doch ein Stück weit wieder den inneren Frieden. Das ist wohl wahr. Dresden braucht ja auch noch mehr Flüchtlingsheime. Es werden wieder Unterkünfte gesucht. Das ist also eine Aufgabe, der sich die Stadt auch stellen muss. Andererseits lehnen es auch viele Anwohner in ihrer Region ab, ein Flüchtlingsheim in der Nachbarschaft zu haben. Wie schafft man da mehr Akzeptanz? Einerseits halte ich sehr viel von der dezentralen Unterbringung. Das ist aus meiner Sicht doch ein Schlüsselelement. In Dresden wird das ja auch schon viel praktiziert, muss man dazu sagen. Das kann man sagen, aber deswegen will ich deutlich machen, wenn es auch um die Kapazitätsausweitung geht, dass das auch weiter ein zentrales Element sein muss. Dann muss man natürlich bei der Standortauswahl entsprechend die umliegenden Belange berücksichtigen. Aber ich denke gerade, dass eben eine frühzeitige Kommunikation, eine Diskussion notwendig ist, um die Akzeptanz zu bekommen. Okay. Ja, wir haben jetzt schon einige Punkte angesprochen, wo Dresden noch Nachholbedarf hat. Wo sehen Sie denn die Stärken dieser Stadt? Also, wenn wir die Kulturmetropole Dresden im europäischen Rang ansprechen, dann ist das eine wirkliche Stärke, die Dresden hat. Dresden ist attraktiv. Es werden derzeit zwei große Kulturzentren gebaut, das Kulturkraftwerk einerseits und der Kulturpalast andererseits. Dort ist es notwendig, dass die Baumaßnahmen in der vorgegebenen Zeit zu Ende gebracht werden, weil die Dresdnerinnen und Dresdner darauf warten. Aber insgesamt ist Dresden ja attraktiv, auch für Touristen. Und ich denke, gerade im Bereich des Tourismus ist ja ein weiterer wichtiger Wirtschaftsfaktor. Da haben wir enorme Stärken und da können wir darauf aufbauen und durchaus auch noch ein Stück ausbauen. Kann sich denn Dresden in den nächsten Jahren da noch viel leisten? Weil natürlich sind Kulturpalast und Kraftwerk Mitte, das Sie auch gerade angesprochen haben, schon große Dinge, die erstmal geschultert werden müssen. Das ist richtig, aber im Bereich des Tourismus haben wir ja eine ganze Menge Player, die da mitspielen. Ich denke, die Tourismuswirtschaft in Dresden ist großartig organisiert und aufgestellt. Da sind wir ja sehr viel im privaten Bereich. Da geht es eher darum, vielleicht das Werbebudget für die Anbieter entsprechend noch mit zu erhöhen. Aber ansonsten sehe ich in dem Bereich eher
weniger Bedarf. Aber insgesamt müssen wir natürlich gerade durch die Stärkung der Wirtschaft dafür sorgen, dass wir auf der Einnahmeseite das Potenzial erhöhen. Und da will ich auch nochmal diesen mit dem Augenzwinkern kleinen Städtewettbewerb ansprechen. Leipzig hat also im Jahr 2014 das erste Mal mehr Gewerbesteuer eingespielt als Dresden. Und das sollte für uns durchaus Ansporn sein und ein deutliches Signal, da geht noch was. Okay. Ja, ich würde noch mal auf Ihre Zeit als Oberbürgermeister in Pirna zu sprechen kommen. 8 Jahre waren Sie an der Stadtspitze dort und Sie leben auch noch dort. Und Sie haben schon angekündigt, Sie wollen auch dort wohnen bleiben. Geht das als Oberbürgermeister von Dresden? Nehmen das die Leute hin? Schauen Sie, wir haben 1991 damals ein ganz altes Haus am Stadtrand gekauft, haben das über viele Jahre mit eigener Händearbeit ausgebaut. Meine Frau hat da auch einen kleinen Kindergarten bei uns im Haus, jetzt schon über 20 Jahre. Und ich denke, das werden die Dresdner akzeptieren, wenn man da am Stadtrand von Dresden wohnt. Aber Sie fühlen sich trotzdem mit Dresden verbunden, auch wenn Sie dort in Pirna wohnen weiter. Das kann man natürlich sagen und der Mittelpunkt ist Dresden. Okay. Wie geht es eigentlich Ihrer Frau damit, dass jetzt schon wieder Wahlkampf ist? Das sind ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu Hause, um was im Haus zu machen. Das stimmt, aber da bin ich meiner Frau sehr dankbar, dass sie mir da seit Jahren immer wieder den Rücken stärkt und gerade jetzt in dieser Zeit es auch wieder tut. Ja. Dresden ist ja die letzte Landeshauptstadt in Deutschland, in der die CDU den Oberbürgermeister stellt. Wie groß ist da auch der Druck, der auf Ihnen lastet, zu gewinnen? Also ich betreibe die Kandidatur mit großem Engagement, aber auch mit einer großen Freude, weil es sich lohnt, für Dresden zu engagieren. Und aus diesem Grunde denke ich eher weniger aus der Perspektive eines Druckes heraus, sondern es geht am Ende darum, wer hat die besten Argumente, wer hat die besten Konzepte und da fühle ich mich ganz gut aufgestellt. Okay, also aus der Partei kommt da jetzt nicht irgendwie noch mehr Druck, noch weiterer Druck, der ja eh schon auf so eine Kandidatur wahrscheinlich lastet. Ich bin eher dankbar, dass ich aus der Partei eine großartige Unterstützung bemerke. Gerade bei meiner Tour durch Dresden, der Dialogtour, bin ich ja auf die Ortsverbände angewiesen. Und die machen das in einer bemerkenswerten Art und Weise, dass sie gerade die Dialogbox über die ganze Zeit betreuen, dass sie die Gespräche führen, die Informationen mir auch zuleiten. Da bin ich sehr dankbar und da fühle ich mich gut unterstützt. Okay, also Ihr Konterfei sieht man ja jetzt auch überall im Stadtbild mit der Dialogtour, die Sie gerade angesprochen haben. Was tragen die Menschen so an Sie heran? Also da gibt es eine ganze Palette an Themen. Einerseits sind es die großen Themen, die wir schon angesprochen haben. Das Thema Wohnen, das Thema Sport, das Thema aber auch Verkehrsanbindung Dresdens höre ich immer wieder. Aber was nicht zu verachten ist, sind die kleinen Dinge, die die Menschen natürlich im unmittelbaren Stadtumfeld, im Wohnumfeld berühren. Und deshalb habe ich ja den Vorschlag unterbreitet, zukünftig die Stadtteilbudgets besser auszustatten und damit die Möglichkeit zu geben, vor Ort Entscheidungen treffen zu können und gerade solche kleinen Dinge auch eigenständig abzustellen. Nehmen wir zum Beispiel einen Spielplatz. Da habe ich gehört, dass an der einen oder anderen Stelle sogar der Unternehmer bereit wäre, die Hälfte des Spielplatzes zu bezahlen. Und dann könnte man aus dem Stadtteilbudget die andere Hälfte finanzieren oder wenn es um einfache Bordabsenkung oder Ähnliches geht, muss das nicht immer zentral von der Stadt entschieden werden, sondern das kann zukünftig vor Ort und damit für die Menschen spürbar im Wohnumfeld erledigt werden. Okay. Im Zusammenhang mit Pegida war ja von Dresden auch in den letzten Monaten immer wieder die Rede von einer gespaltenen Stadt. Hat das eine Rolle gespielt? Sind die Leute mit solchen Problemen an Sie herangetreten bei der Dialogtour? Das ist natürlich auch ein Thema und die Menschen machen sich da aus unterschiedlicher Perspektive Gedanken. Aber ein Stück weit merke ich doch, dass es sowas wieder wie eine Sehnsucht gibt, dass dieses Gespaltene
aus der Stadt rauskommt, dass die Gräben vielleicht doch zugeschüttet werden und man in dieser Art und Weise des Miteinandersprechens auch ein Stück weit wieder zueinander findet. Als Innenminister mussten Sie ja auch Kritik einstecken, dass Sie mit Pegida gesprochen haben, Pegida bei sich empfangen haben. Wie stehen Sie heute dazu? Sagen Sie, man muss als Dresdner auch mit allen Kräften in der Stadt sprechen. Wie ist das? Also, dass ich damals mit Frau Oertel gesprochen habe, halte ich heute noch für richtig, denn es war in der Zeit, wo gerade die Anzahl derjenigen, die auf die Straße gegangen sind, enorm groß gewesen ist. Nach diesem Gespräch hat es ja auch bei Pegida eine deutliche Veränderung gegeben. Und für mich als Demokrat gilt weiter der Grundsatz, dass man natürlich die Gespräche und auch den Dialog suchen muss, wenn es um Themen geht, die auch die Stadt, die Menschen in der Stadt bewegen. Man muss auf der anderen Seite auch klar sagen, es gibt natürlich eine Grenze und die ist dann erreicht, wenn es um Menschenfeindlichkeit geht, Religionsfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit. Dann muss man deutlich sagen, an dieser Stelle ist dann auch der Dialog nicht mehr möglich, sondern dann will ich mich auch entsprechend abgrenzen. Denn was für Dresden natürlich enorm wichtig ist, ist auch, dass die Internationalität erhalten bleibt. Dresden konnte und kann in Zukunft die Attraktivität nur deshalb entfalten, weil auch Menschen hierher kommen aus ganz unterschiedlichen Nationalitäten. Ich habe vorhin den Wissenschaftsstandort Dresden angesprochen. Es gibt Institute, wo 60% und mehr ausländische Forscher hier bei uns sind. Und nur deshalb sind sie so erfolgreich, weil sie das Know-how aus der ganzen Welt hier vor Ort versammelt haben. Und deswegen müssen wir uns diese Internationalität bewahren. Und da müssen wir auch eine klare Position beziehen. Hat der Dresden jetzt einen Rückschlag erlebt? Ist die Stadt möglicherweise nicht mehr so attraktiv für internationale Forscher, internationale Firmen? Wie erleben Sie das? Bei meinen Gesprächen wird mir zumindest deutlich gesagt, dass es da eine Reaktion international gegeben hat und dass sich Forscher, dass sich Gesellschafter durchaus Gedanken machen und Fragen stellen. Und das sollte uns Anlass genug sein, klar und deutlich Position zu beziehen und klar zu machen, wir hier in Dresden, wir stehen zu dieser Internationalität, weil wir damit eigentlich auch unsere eigene Zukunft positiv gestalten können. Okay, wenn Sie Oberbürgermeister werden, dann müssen Sie natürlich auch den Dialog mit den verschiedenen Parteien im Stadtrat pflegen. Im Stadtrat gibt es eine linke Mehrheit zurzeit. Ja, wie ist das für einen Oberbürgermeister der CDU? Wie kann man da eigene Projekte durchbringen? Nach meiner bisherigen Erfahrung will ich deutlich sagen, Kommunalpolitik muss von Sachpolitik geprägt sein. Und das ist auch der Grundsatz, der mich als Oberbürgermeister in Dresden tragen soll. Das bedeutet, dass es nicht um eine ideologische Betrachtung geht, sondern dass man von Projekt zu Projekt, von Thema zu Thema sich sachlich auseinandersetzen sollte. Und da bin ich zutiefst überzeugt davon, dass das dann auch gelingen kann und man innerhalb des Stadtrates dafür sorgen kann, dass auch Entscheidungen von einer größeren Anzahl mitgetragen werden. Okay, das war jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Die Sachlichkeit lässt natürlich manchmal in dem Gremium etwas zu wünschen übrig. Aber Sie wollen das dann moderieren und das sehe ich zumindest als Aufgabe, als Ansporn. Und am Ende kann es ja auch nur so gelingen, dass man sich der Sachlichkeit zuwendet und weniger ideologisch diskutiert. Okay. Ja, ich habe im Internet noch was Interessantes über Sie rausgefunden. Sie sind auch schon mal unter die Autoren gegangen und haben einen Leitfaden für den Wahlkampf von Bürgermeistern und Landräten mitverfasst. Konnten Sie sich aus Ihrem Buch da einen Tipp für den jetzigen Wahlkampf geben? Das ist natürlich eine interessante Situation. Als ich das letzte Mal im Wahlkampf stand, habe ich damals gedacht,
Man schreibt gleich ein paar Themen auf und gibt Empfehlungen für andere. Aber dass ich heute in der Situation auch hin und wieder nochmal reinschaue, hätte ich damals so nicht gedacht. Aber ich finde es wirklich interessant und eine gute Grundlage. Okay. Herr Ulbich, vielen Dank für die Informationen, für das Gespräch und natürlich noch viel Kraft für den Wahlkampf. Herzlichen Dank. Ja, und am 7. Juni, liebe Zuschauer, sind Sie gefragt an der Wahlurne. Stimmen Sie ab und wir sehen uns demnächst wieder hier bei Dresden Fernsehen.